Hier noch eine weitere Rarität von diesem Betrieb. Wir haben hier einen Ford 8830 Powershift. Der wird angetrieben von einem 6,6 Liter Ford Motor vom Typ 401. Hat eine Nennleistung von 187 PS und war der Nachfolger vom TW35, kann man sagen. Und der Vorgänger von der 70er Baureihe, also sprich die New Holland Genesis Serie. Ja, gebaut wurde das Ding von 1989 bis 1994. Also so ein typischer Schlepper aus den 90er Jahren, später 80er. Mit diesem Schalthebel bedienen wir das Funk-Voll-Powershift-Getriebe. Das heißt Volllastschaltgetriebe. Man braucht keine Kupplung treten. Auch für den Wendevorgang am Vorgewende braucht man die Kupplung nicht zu treten. Und hochgeschaltet wird einfach, indem man diesen Hebel nach rechts drückt. Und runterschaltet man, indem man diesen Hebel nach links zieht. Viele werden das kennen aus der New Holland Genesis Baureihe, sprich G170 bis G240. Und ja, wir sehen hier völlig einfach gehalten die Kabine, mechanische Steuergeräte. Aber man hat hier einfach alles, was man braucht, würde ich sagen. Und ja, guckt euch einfach mal diese Aussicht an, dieses Rohr, der Luftpilz. Das ist schon richtig geil einfach. Das Schöne bei diesen alten Treckern ist auch einfach, du hast immer im Blick, wie atmet der Motor gerade. Ihr müsst euch vorstellen, da in dem Pilz zieht er die Luft an. Unter der Haube passiert dann einfach diese Technik, die mich so fasziniert. Und dann atmet er über diesen Auspuff wieder aus. Und das Ganze wird einfach zu so einer unglaublichen Kraft. Ah, das ist einfach geil. So schaltet man hoch. So schaltet man runter. Also Full Power Shift. Geil. Einfach geil. Da haben wir nochmal den Ford 8340. Der ist zwar von der Baureihe sozusagen kleiner. Aber der hat den 7,5 Liter Motor drin. Dieser hat 6,6 Liter, was man ja eigentlich so rein optisch gar nicht vermuten würde. Aber der 8340 ist auch ein richtiges Kraftpaket. Er hat nur 125 PS Nennleistung, nur in Anführungszeichen. Aber für 7,5 Liter ist das halt schon wenig, wenn man das so vergleicht, wie andere Hersteller zu der Zeit aufgestellt waren. Ihr könnt es wahrscheinlich an meinem Blick sehen, an meiner puren Begeisterung, wie mich dieser Schlepper fasziniert. Man merkt einfach, dass der richtig Kraft hat, dass der richtig nach vorne will. Ich meine, wir haben jetzt einen ordentlichen Grubber hinter, Zwillingsreifen drauf. Ja, das ist einfach geisteskrank. Was natürlich auch ganz geil ist mit den Zwillingsreifen und dem Grubber. Das passt genau, also man kann hier wirklich Spur an Spur fahren. Das heißt, RTK oder ähnliches brauchen wir auch nicht. Also das ist in dem Fall mein RTK. Also rein vom Motor und Getriebe her lassen sich diese Maschinen auf jeden Fall auch ordentlich einstellen und dann haben die auch wirklich Leistung satt. Das einzige Problem, was dieser Ford oder diese Baureihe hat, ist einfach, dass sie die Hitze nicht so gut loswerden. Man sieht das hier, die Haube ist recht geschlossen. Wir haben hier vorne noch den Ladeluftkühler sitzen. Vor dem Motor haben wir noch den Tank sitzen. Das heißt, Frischluft bekommt er halt schon recht schwierig, nur von den Seiten. Denn mit Serienleistung ist es schon alles in Ordnung, aber wenn man den dann wirklich etwas aufpusten will, dann kann das schon zum Problem werden, dass der halt die Hitze nicht los wird. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Maschine haltet. Also ich bin total begeistert. Das ist einfach pure Kraft, pure Ruhegewalt. Das ist einfach Wahnsinn.